Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Elsa und begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Falls du nicht neu auf meinem Kanal bist, dann auch ein herzliches Willkommen an dich. In diesem Video werde ich euch mit auf den Bärenkopf nehmen. Der liegt am Achensee und wir haben knapp von München 1,5 Stunden hierher gebraucht und werden jetzt von dem Ort Pertisau aus starten. Wir werden heute knappe 1000 Höhenmeter überwinden, weil der Bärenkopf auf knapp 1900 Meter liegt. Und ich werde euch im Laufe dieses Videos die wunderschöne Strecke dorthin zeigen und das ganze Panorama natürlich auch. Ich würde sagen, wir starten auch direkt schon los. Die Tour auf dem Bärenkopf dauert im Übrigen 3 Stunden nach oben und man läuft 2 Stunden nach unten. Und wenn man möchte, kann man das Ganze auch mit der Gondel verkürzen. Dann muss man nur 50% der Strecke selber laufen. Das besonders Schöne an der Wanderung auf dem Bärenkopf ist, dass man wirklich einen Ausblick auf das Rofangebirge und auf das Karwendelgebirge hat und auch einen großen Teil der Strecke auch immer einen Blick auf den Achensee hat, was wirklich absolut traumhaft ist, was ihr aber auch jetzt nochmal im Laufe der Strecke auch nochmal sehen werdet. Am Gipfelkreuz angekommen und wir haben knappe 3,5 Stunden gebraucht. Ich würde sagen, auf dem Weg ist wirklich alles dabei. Das heißt, es gibt Teile, die etwas flacher sind. Dann gibt es aber auf jeden Fall auch Teile, die auf jeden Fall etwas steiler sind. Vor allem das letzte Stück ist auf jeden Fall etwas steiler. Aber ich würde sagen, die Aussicht entschädigt wirklich für alles. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt gleich mal mit und zeige euch das volle Panorama hier am Achensee. Kann man wirklich einen absoluten Panoramablick auf den Achensee genießen. Das ist wirklich unfassbar schön, also das kann man wirklich nur genießen. Die Wanderung ist an sich auch etwas stärker frequentiert, das merkt man einfach auch, weil hier Leute wirklich aus aller Welt herkommen. Wir haben hier wirklich alle Sprachen gehört, über Kroatisch, Italienisch und Englisch und natürlich auch aus weiten Teilen Deutschlands. Das macht die Wanderung auf jeden Fall sehr vielfältig. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt runter zum Achensee gehen, nehme ich euch erstmal wieder mit runter.
waren jetzt insgesamt doch fast 7 Stunden unterwegs. Es war auf jeden Fall ein sehr ereignisreicher und sehr, sehr langer Tag. Ich kann den Aachensee auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Es ist wirklich eine traumhaft schöne Region hier. Und die Wanderung auf den Bärenkopf war natürlich auch sehr panoramareich und wirklich traumhaft. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch und in diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video und habt auch so richtig Lust, mal wieder einen Ausflug zu machen und vielleicht ja auch an den Aachensee. Ist natürlich auch total schön für mich, wenn meine Videos für euch als Inspiration dienen können. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert unbedingt meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen.